Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zur ersten Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, heute spielen wir Phönotopia, wie ihr gerade eben schon gut hören konntet. Ein Spiel, das ich sehr lange schon beobachte. Das Spiel ist zwar schon vor einigen Monaten auf der Switch rausgekommen, aber da war das Spiel nur in Englisch. Ich spiele hier die PC-Version und die ist auch auf Deutsch verfügbar. Und ich wollte das Spiel halt auf Deutsch spielen. Deswegen kommt das erst heute und nicht erst vor ein paar Monaten. Ja, das Spiel habe ich deswegen auf dem Kika gehabt, weil mir das Artstyle gefallen hat und vom Trailer her auch das Gameplay. Ja, und das wollte ich jetzt mal spielen. Ich würde sagen, let's go. Gib deinen Skill-Level an, um die bestmögliche Spielerfahrung zu genießen. Hallo, wir wissen doch unser Skill-Level. Nicht wahr, Leute? Das ist mein Skill-Level. Ein Stern. Nein. Ich glaube, mein Skill müsste so zwischen 4 und 2 sein. Also, ich bin so der Mittelspieler. Deswegen mache ich mal auf 3. Okay. Mit 3 erhältst du folgende Vereinfachung: Alle Heilungsgegenstände können direkt und sofort im Menü genutzt werden. Normale Attacken verbrauchen keine Energie. Ja, komm, das klingt doch fair. Schwierigkeitsgrad wird gespeichert. Du kannst ihn jederzeit in den Optionen ändern. Ich pack mal die Maus aus dem Bild. Ich spiele nämlich gerade mit Controller. Die Geschichte von Phönotopia begann mit einem großen Krieg. Ein Krieg von unvergleichbarer Brutalität und Zerstörung. In ihrem Bestreben, sich gegenseitig auszulöschen, haben die Menschen alle möglichen Arten von Waffen erschaffen. Raketen, die ganze Städte einebnen. Lebensfressende Krankheiten und unnatürliche Lebensformen von bösartiger Absicht. Die Erde war bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen. In ihrer dunkelsten Stunde blieb nur ein Fünkchen Hoffnung. Die Menschheit hat ihr größtes Werk geschaffen. Sie nannten es den Phönix. Seine immense und grenzenlose Macht brachte den Krieg rasch zu seinem Ende. Jedoch konnte die Erde kein Leben mehr erhalten. Der letzte Rat hielt eine Versammlung ab, um den besten Kurs für die Menschheit zu entscheiden. Sie entschieden, tief in die Erde zu graben und dort große metallische Bunker zu errichten. Sie würden schlafen, bis die Erde wieder geheilt wäre. Seit dem großen Krieg sind Jahrhunderte vergangen. Der Phönix wurde zum Mythos. Die schlummernden Menschen erwachten auf einer neuen Erde und begannen die Zivilisation von neuem. Wie erfindet ihr mich eigentlich als Erzähler? Sie formten neue Länder und ritten unter neuen Flaggen. Das war eine ernst gemeinte Frage, wie ihr mich jetzt so als Erzähler gefunden habt. Ich hoffe, ich habe meine Sache gerade gut gemacht. Eine neue Welt hat sich erhoben. Nun beginnt ein neues Kapitel im großen Lauf der Dinge. So, das da sind wir. Wir müssen A drücken zum Aufwachen. Welche Taste ist das? Nein, Leute. Als ob ich nicht wüsste, wo der A-Knopf ist. Oh, ein Bett. Komfortabel genug, um darin zu schlafen. Natürlich. Hallo, ich bin gerade aufgestanden. Direkt wieder schlafen legen. Mir wurde nicht gesagt, dass ich wach bleiben soll. So, kurze Info, wie ich versuche, das hier zu halten. Abgesehen vom Intro und Outro werde ich versuchen, das Projekt stets auf 20 Minuten Videos zu halten. Ich denke mal, 18 Minuten haben wir gerade hinter uns, deswegen mache ich mir mal einen Timer, der vibriert bei mir, damit ich mich da ein bisschen besser dran halten kann, weil ich kenne mich gut genug, dass ich das öfters mal vermasse. So, ich habe mir jetzt den Timer gestellt, habe das kurz übersprungen. Meine Gitarre, sie ist etwas staubig. Ja, nimm sie doch mit, Mädel. Oh, ich kann kriechen.
Guck mal, ich kann so nach vorne gucken. So ganz langsam. Hallo? Nimm das mit, Mädel! Bist doch ein Mädchen, oder? Ist das Familienfoto vom letzten Jahr? Sehe ich wirklich so aus? Dojo-Home, brauche ich gerade nicht. Ich muss mich hier rausschleichen, mich darf keiner sehen. Nein, vom Trailer her weiß ich, dass das ein Mädchen ist. Ah, okay. Wir werden natürlich auch sehr viel erkunden, also nicht hier Master Gameplay erwarten. Ich habe eine Hülsenfrucht gefunden. Was mache ich damit? Hier, eine süße, saftige Frucht aus dem Doki-Wald. Hülsenfrüchte haben eine stachelige Schale und können bei unvorsichtigen Schälen leicht zerquetscht werden. Sie eignen sich zum Kochen einer süßen und haltbaren Marmelade. Oh, lecker. Jetzt habe ich Hunger. So. Gehen wir ein bisschen erkunden. Das ist aber, glaube ich, mein Zimmer. Man kann ja mal nachgucken. Nein, war es nicht. Da liegt auch noch mal eine Gitarre. Ich will die Gitarre mitnehmen. Ich will damit spielen. Ich finde es übrigens toll, dass ich hoch genug springen kann, dass ich direkt auf dem Schrank stehe. Ist hier links was? Oh, sehr schön. Du bist wach. Oh, ich bin zur Oma gerannt. Gell, Abendessen ist bald soweit. Oma, könntest du mir einen Gefallen tun und die Kinder zusammen trommeln? Ja, ich gehe sie holen, diese undankbaren Drecksplagen. Irgendwer muss sie ja versammeln. Ey, es gibt Essen! Omi meinte, ich sollte nicht draußen spielen wegen meiner Erkältung. Das ist für mich okay. Ich lese viel lieber ein gutes Buch. Ich male, was ich am allerliebsten auf der ganzen Welt mag. Ist das ein Bild von mir? Ich glaube, das ist eher ein Bild von Omi. Nein, du Dummuschen, das ist ein Kürbismuffin. Die sind so süß und lecker, ich könnte 100 Stück essen. Also alle drei Antworten waren falsch. Okay. Ich habe gerade hier so ein Schnellmenü gefunden. So. Das ist auch ein leeres Zimmer. Gehen wir mal ganz langsam voran. Ich finde das schön, dass ich auch so ganz langsam laufen kann. Dass ich mir auch Zeit lassen kann, gefühlt. So, da hoch. Warte mal, da stand was. Unten A, um runterzufallen. Okay, so kann ich da durchfallen. So, ist hier was? Nö. Wo sind denn die Drecksplagen? Ich finde gar nichts. Essen? Dumm die Dumm, eine Prise hiervon und ein bisschen davon. Hi, Gail. Ich habe heute Abend einen Kochdienst. Du kannst dich schon mal auf meinen besonderen Gaumenschmaus-Pfeffereintopf freuen. Ja, ich freue mich drauf. Omi, was soll ich denen sagen? Die wollen sich nicht bewegen. Ich habe heute Muffins für Dessert gebacken. Hier, du kannst gern deinen jetzt schon genießen. Nur einen? Mann, bin ich undankbar. Ich habe dich besser erzogen. Warte mal, vielleicht kann ich dieses Muffin dem Kind geben, weil das hat mir ja gerade gesagt, dass es Kürbis Muffins über alles liebt. Nee, offenbar nicht. Och, Mann, ich bin ein Kürbismuffin. Warte mal, habt ihr das gesehen? Die hatte sich gefreut. Alex meinte, sie erkunden irgendwas draußen vom Dorf. Wenn irgendwas, wegen irgendwas, so ein Business. So, ich habe jetzt mal Deutsch wieder hingekriegt. Ich soll wahrscheinlich rausgehen. Wo geht's denn raus? Da ist mein Zimmer. Omi, hilf mir, ich habe mich in unserem eigenen Haus verlaufen. Geht's hier raus? Ja, geht's. Hallo? Ich habe gehört, dass Alex die Kinder mitgenommen hat. Die wollten draußen im Wald einem Stern nachjagen.
Ich kann nicht glauben, dass ich auf ein kleines Kind eifersüchtig bin. Ja, selber schuld. Heigel, ich füttere bloß diese goldigen kleinen Perros. Perros sind uns ziemlich ähnlich. Da meine ich auch, und dass auch sie essen müssen. Ja, wieso kriege ich damit Deutsch nicht hin? Hm? Zeige deine Dankbarkeit einem Perro, indem du ihm eine zutrauliche Umarmung gibst. Das geht mit RB, falls du das vergessen hast. Komm hier! Oh, es hat mir ein Ei geliefert. Komm her, ich will noch ein Ei. Komm her. Gebt mir eure Eier. Ich hab Hunger. Ich will Frühstück. Oh, ich habe gerade die Sprintentasse gefunden. Und eine Zoom-Taste. Komm her. Ja. Meister Kaldai ist so streng, er hat an allem, was ich tue, etwas auszusetzen. Aber für die Wunderzwillinge hat er nichts als Lob übrig. Ja, Vorsicht vor meinem Hieb! Warte, da kann ich doch rein. Hallo Meister, ich bin hier, um eine Ausbildung zu machen. Guten Tag, Gil. Ich hoffe, du hast mit deinem Training weitergemacht. Ich freue mich immer noch mal über die Basics zu gehen. Ich würde gerne mal die Angriffe von dem Spielgärtner sehen. Also als allererstes müsstest du eine Waffe ausrüsten. Hättest du eine ausgerüstet, müsstest du die folgende Form ausführen. Drücke X, das war's. Ach ja, bei mir bimmelt gerade ein Telefon. Also achte auf deine Energie. Das ist der grüne Balken oben links im Bild. Angriffe brauchen Energie. Wenn du zu wenig Energie hast, wir haben ja den Vorteil, dass es keine Energie kostet, die normalen. Würdest du dir eine gewisse Zeit nicht möglich sein, um weitere Aktionen fortzuführen. Mehr Schläge hintereinander senken die Durchschlagskraft der folgenden Schläge ein wenig. Also immer tief durchatmen. Es ist besser, sich Gegner vorbereitet, um mit innerer Ruhe zu nähern. Ich kann nicht angreifen, Meister. Warte mal, war da auch noch eine Doppelsprungversion? Nee. Wo kriege ich denn eine Waffe her? Ich weiß, dass man auch kämpfen muss in dem Spiel. Okay, das hier ist ein Laden, nehme ich mal an. Guten Tag, Gil. Kaufst du ein bisschen für Oma ein? Sieh ich gerne etwas um. Gegenstände hauen nicht ab. Die großen Kartoffeln von unserem Dorf. Diese Schätzchen haben uns bekannt gemacht. Jedenfalls habe ich das gehört. Oh, ich habe überhaupt kein Geld. Hat sich erledigt. Bin weg. Was ist denn das? Ah, an den Dingern speichere ich. Okay. Hallo. Ein weiterer ruhiger Tag. Das ziemt sich einem Mann wie mir nicht. Einem Mann der Tat. Aber naja, wenigstens sind die Dorfmädchen ein sehr hübscher Anblick. Da kommt eine. Bleib cool, Berti. Hallo, Gil. Ja, ich weiß, ich bin sehr hübsch. Guck mal, wie hübsch ich krabbeln kann. Oh, ich kann auch klettern. Okay. Ich komme da nicht weiter. Ja, die Rabauken haben mir schon wieder Schwierigkeiten. Ja, zeig ihm mal, wo der Speer hängt. Könntest du mir das mal öffnen, by the way? Also, deren Text ändert sich auch. Nachdem sie einmal mit mir geredet haben. Mann, ich will noch ein Ei. Was kann ich eigentlich überhaupt alles greifen? Hallo, wer bist du denn? Sieh mal an, wenn das nicht Gel ist, wie geht's dir? Einige dringende Angelegenheiten verlangten von mir, dass ich meine Heimat zügig verlasse. Ich nutze diese Gelegenheit, um meine Wurzeln neu zu entdecken. Also ganz nebenbei, ich bin etwas groß nur auf der Spur. Möglicherweise sogar etwas, was die Welt aus ihrem Fugen bringen könnte. Von was redest du? Ich schätze, es wäre gemein, sowas anzupreisen und dir dann nicht davon zu erzählen. Mann, bist du gemein!
Okay, ich rede jetzt mal nicht mit jedem. Das Kind will aber was von mir. Ach so, es wollte mir nur beibringen, wie man sprintet. Okay. Sind das Schafe? Komm her. Gib mir Wolle. Hallo. Sind diese Poki nicht süß? Es ist eine Schande, dass eins davon morgen unser Abendessen wird. Oh nein, die darfst du nicht essen. Ene Miste. Oh nein. Nicht die Pokis. Ey, komm, wir laufen jetzt mal durch. Ne? Und wenn du draußen was zu erledigen hast, würde ich mich erst bewaffnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Dorflager noch was rumliegt, das du ausleihen kannst. Ist das das Lager? Oh, da oben ist eine Kiste. Wie öffne ich die? Hallo? Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Kiste öffne. Oh, ich kann sie ziehen. Das ist jetzt meine? Ich habe gerade was gelernt. Ich kann rollen. Aber wie öffne ich diese Kiste? Ich nehme sie auf jeden Fall mal mit. Hallo, ich habe gesagt, die nehme ich mit. Das ist jetzt meine. Warte mal, was hier, wenn ich gegenroll? Nix. Jetzt mal im Ernst, wie öffne ich Kisten? Warte mal, ich will mal kurz in die Steuerung gucken. Laut Steuerung müsste ich mit A die Kiste öffnen. Oh, ich habe sie kaputt gemacht. Ups. Ist die Kiste jetzt wieder da, wenn ich reingehe? Nee, die ist jetzt weg. Wo ist denn das Lager? Wir müssen ein Lager finden, Leute. Sind wir hier im Lager? Oder ist das komplett am anderen Ende der Stadt? Wir sollten mal ein bisschen die Sprint-Taste auch nutzen. Ah, da oben, da ist eine Keule. Und da ist wieder so eine Kiste. Vielleicht kann ich die ja mit der Keule aufmachen. Das sind Holzschläger, der Talk für Baseball und zum Kämpfen. Okay. So. Ist ausgerüstet. So, jetzt kann ich zuschlagen. So, hab's aufgemacht und da war Geld drin. Nein! Komm! Ich kann meinen Schlag auch aufladen. Ah! Geh kaputt! Warte mal, in dem anderen Raum. Also da, wo ich gerade eben war, da gab es auch noch so eine Kiste nach unten. Kann ich die auch kaputt schlagen? Ja, es geht, wenn ich das richtige Timing habe. Warte. Nehmen. Dann damit da hochklettern. Jetzt noch die andere Kiste holen. Und sich wie ein Meister fühlen.
Ja! Ich habe einen Herzrubin erhalten! Denn maximale Gesundheit hat sich erhöht. Habe ich mir schon gedacht. Ja! Ich habe was erreicht in meinem Leben. Ja! Ein Secret gelöst, Leute. Ja, Leute, aber ich würde mal sagen, wir beenden hier, auch wenn mein Timer jetzt hier noch nicht geklingelt hat. Ich versuche mich halt wirklich an so einen 20-Minuten-Maß zu halten. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich will nämlich nicht, dass die Parts zu lange werden. Aber, oh, ich sehe gerade, ich habe sogar schon 20 Minuten. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Mal wieder. In diesem Falle morgen. Bis dann. Ciao.